Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Online, in welcher auch mittlerweile die letzte werden dürfte in diesem Jahr oder die letzte sein dürfte. So, wir befinden uns mal wieder auf der Suche nach Produktionsvorräten. Wir arbeiten nur eine Ladung. Mittlerweile mit drei Mann. Unter anderem Kohle 17, 18, 65. Und das war, irgendein Shadow. mögen wir verzeihen. Genau, Dark Shadow. Ich musste leider schon gehen, sonst hätte ich hier einen Viermann-Club. Schon mal Minimum. Ich könnte wahrscheinlich auch nochmal in die Runde fragen und nochmal den einen oder anderen in den Club einladen. Aber wo muss ich denn hier überhaupt hin? Na ist egal, wir fahren einfach mal hier außen rum. Warte mal. Ach, da hinten müssen wir ganz hin. Ach du Scheißdreck. Haben wir uns ja was vorgenommen. Achso, haben wir überhaupt noch C4? Ich glaube, wir müssen mal wieder C4 nachkaufen, ne? Obwohl, das müsste ich eigentlich nachgekauft haben. Warte, besiegte Spruchpunkte. Na, aufbauen, 25. Meine ich doch. Ah, 6 Kilometer durch Los Santos, das wird ja wieder aufregend. Aber ich habe ja einen Sozius, der kann ja ordentlich in die Menge ballern. Leider ist mein Feintuning, was Fahren und gleichzeitiges Schießen anbelangt, nicht so optimal. Entweder fahren oder schießen. Beides, das beißt sich immer. Gerade wenn die Leute noch hinter einem fahren. Ist das noch bescheidener, wenn man dann nicht sieht, wo man hinfährt. So, okay. So. Mann, das ist aber eine Fahrreihe wieder, ne? Ah ja, stimmt. Ja, gut, okay. Ich wollte gerade fragen, also beziehungsweise gerade hinterfragen. Zu viel Geld? Weil, hat ja ein bisschen was bekommen. Warte mal, wo ist denn jetzt hier? Da ist er. Da müssen wir können wir sehen. Oh, wie aus dem Bilderbuch. Also wie aus dem Lehrbuch. Nix so weiter. Na gut. Ja, aber weg hier. Hat der Zeug weggesprengt. ja. Warum eigentlich? Warum bin ich nicht gestorben? Wie King Shadow schon wieder gestorben? Wie jetzt? Ach so. Beim runterrutschen. So. Quasi den Buckel runterrutschen. so, jetzt wollen wir erstmal zusehen, dass wir die nächsten Produktionsvorräte erstmal einsammeln. Wo wir zu dritt sind, geht es nur um zwei Fahrzeuge. Zweien aus vieren. Gut. Der Kohle, der hatte auch einen Flieger. Der zählt nicht. Kein Wunder, dass er schneller war. Ist egal. Machen wir die nächste runter, oder? Genau.
So, warte mal. Darüber? Okay. Das meiste, was halt wirklich so ein bisschen anmerkt, ist halt diese ewige Fahrerei. So, auch mal gucken. Wenn man sich jetzt auf zwei Fahrzeuge natürlich dementsprechend aufgeteilt hätte, hätte man natürlich viel, viel schneller die Nieten rauspicken können. Aber gut, das läuft ja hier nicht wirklich auf Zeit. Achso. Jetzt, was jetzt? Ach, der hat da schon aufgesprengt gehabt, ne? Aua. Die schießen ja voll auf mich. Warum? So, warte mal, welche klassische Pistole? Wieso habe ich eine klassische Pistole? Wann gab es denn die? AP-Pistole? Wieso habe ich jetzt wieder eine AP-Pistole? Hä? Alter, aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen irritiert. Wieso habe ich diese ganzen Pistolen wieder? Leuchtpistole? Das hat doch hier wieder was mit dem Modder zu tun, oder? Oder war das... Oder war das ein kleines Geschenk? Von Rockstars. Ich weiß es gar nicht. Halt. Das ist kein Reifen mehr, wa? So. Genau, warte mal, wie heißt der? Killing Shadow. Habe ich doch richtig geraten. Ich gehe mal davon aus, dass wir gleich noch mal ein bisschen mehr Vorräte beschaffen werden. Mein Kokainlabor sollte dann gleich mal gefüllt sein. Ui, mal richtig schön weggedriftet. ich denke mal als nächstes, was war das nächste Gewinnbringende? Ich glaube, das ist Falschgeld. Deswegen denke ich mal als nächsten Schritt, wenn wir dann zum Falschgeld greifen.
ist aber auch eine Ecke, ne? Mit so einem Auto. Ich muss mir echt mal überlegen, ob man sich diesen Bobcat lassen ist. In diesen Hubschrauber. Mal holen. Mit dem man die transportieren kann. Ich werde das nochmal, glaube ich, mal auch austesten müssen. Die spawnen ja auch gelegentlich. Ist man dann schneller? Naja, ich denke mal, als ungepanzerter Geldtransporter auf jeden Fall. Oh, jetzt wird's aber eng hier. So. Ja, wir haben es ja recht geschafft. Dann ist wenigstens das erstmal erledigt. Und weiß ich gar nicht. Hand oder. Nee, Geldfälscherei bringt mehr. Wir bleiben bei der Geldfälscherei. Das Drogenlabor sollte gleich gefüllt sein bis zum Maximum. Nur mit Nahrung. Ding, so ein Geldtransporter. Wunderbar. Gut, XP kriege ich dafür auch. Also beziehungsweise halt Erfahrungspunkte. Lager muss nicht voll sein. 19.800. So, sollen wir schnell hier die Vorräte schaffen? Hier müsste das Lager auch voll leer sein. Voll leer sein. So. Das ist eine. Wieso ist denn das Ding schon wieder voll? Wie? Hä? Good news. Warte mal, dann müssen wir dann nochmal nachgucken. Aber warum? Warte mal, wir können ja auch kurz einen Helikopter schnappen und beide einsammeln. Statt mit dem Motorrad nur einen einzusammeln. Hat ja ein bisschen was Rücksichtsloses. Mann, wieso haben wir eigentlich nur diesen fetten Brummer mal hier? Ich wollte es eigentlich aufhören. Nee, einmal musste noch. Nee, wie, was, wo?
So. So. Einmal da lang. Ja, ich mag diesen Brummer überhaupt nicht. Deswegen, aber eine Frage muss ich noch mal direkt an die Killing Shadow noch mal stellen, bevor sie abhaut. Brennen wir förmlich unter den Nägeln? Hat ja vorhin erzählt. Und das kann ich auch gleich im Spiel machen. Aber mich würde halt interessieren, weil ich hatte mich ja schon immer interessiert, wenn man so einen Hubschrauber kauft und den dann anfordert. Wo ist der denn? Also spawnt der wie so ein PKW? In der Nähe oder spawnt ja quasi auf dem nächsten Helipad. Das könnte man gleich nochmal nachfragen. Wenn ich dieses Rätsel gelöst habe, könnte man sich natürlich überlegen, einen eigenen Hubschrauber anzuschaffen. Aber gut. Warten wir ab. So. Ich denke mal, da hat auch nicht mehr so viel passiert in diesem Video, außer dass wir jetzt mal die Vorräte beschaffen werden. Lass mir das Video das letzte dann erstmal sein wird, was ich hier dieses Jahr hochlade. Wünsche ich natürlich schon mal einmal den Zuschauern einen guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start ins neue Jahr. Und ja, viel Glück und ne, das ganze Blabla-Sülz halt eben. Da müssen wir den Stopp, das ist ja dann Lügen. Genau da müssen wir hin. So, sanft gelandet. Obwohl wir können auch die Knispel nehmen, die ist ja genauso gut. Irgendwie. So, gleich. Ich schieße nochmal auf. Für das Ding. Ist da nicht noch einer? So, ich nehme dann glaube ich, was nehme ich denn überhaupt? Ich rufe mal mein Bike wieder. Oh, na der Dings ist auch ziemlich im Arsch. So, so, go go, ich schnapp mir ein Bike. Hui. Okay. Warum schießt er auf mich? So, da müssen wir lang. Da müssen wir hinterher. Ah! Mensch, du... Mann, ey, was schneidet der mir auch, dieser... Ich komme weiter, weiter, weiter...
immer schön Gas geben. Ich bin auf dem Weg, ich eile zu dir. So, Kohle macht natürlich den Links ziemlich kaputt, aber ist ja egal. Mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich feststellen, finde ich auch gefallen am Bike. Wobei das natürlich auch diesen Pkw-Fahrer-Skill ganz schön durcheinander bringt. So. Aber. Gut. Ich denke mal, aufgrund dessen, dass das letzte Video ist in diesem Jahr, würde ich mal sagen, wir machen noch ein bisschen länger. Schöne ist halt, dass man ja trotzdem seine Ruhe hat von anderen Spielern. Ich glaube auch, das hat so ein bisschen was mit dem Modder zu tun, der hier anwesend ist. Wo ich mit meinem Gewissen hadere. Oh. Ob ich den nicht reporten sollte. Aber man sieht es ja letztendlich, ne? Ich meine, jeder, der den Chat hier mitverfolgt, kann, glaube ich, herauslesen, wer hier der Modder ist. Aber man sieht es ja letztendlich, ne? Wie so die also wie die Mäuse, die zum Speck hinterher laufen. Also, ne? Weiß ich nicht. Tut mir leid, das ist so armselig. Ich glaube, das ist genau sowas, was diese Leute auch suchen. Ja, diesen Zuspruch. Also wenn ich das so sehe, würde ich mal behaupten. Die möchten auch diese Zuneigung haben. Nennen wir es mal so. Fällt gerade mir nicht das richtige Wort für ein. Ja, diese Beachtung, genau. Also weiß ich nicht. Also von mir kriegt so ein Modder keine Beachtung. Nicht die er sich vorstellen oder wünschen würde. Weil meine Ansicht hat sich ja nach wie vor nicht geändert. Und die wird sich auch nicht ändern. Modder sind nun mal hier das Gift für dieses Spiel. Es gibt halt keinen, wie soll man sagen, keine Unterschiede mehr. Dann, wenn hier jeder sein Geld hier zusammenschustert und jeder sich halt die Möglichkeit hat, für sich Motorradclub zu machen oder dementsprechend schlicht und ergreifend CEO machen kann. Oh, bleibt der Spielspaß. Ich meine, gut, man könnte es wiederum gegenhalten. Ja, wenn man keine Kohle hat, hat man aber auch wenig Spielspaß. Man muss sich natürlich mal ein bisschen, gerade am Anfang, hinsetzen, so, ich weiß gar nicht, wann habe ich mir den Kuruma geholt. Also durch die Raubüberfälle und CEO-Tätigkeiten etc. Ich sehe den, glaube ich, ich müsste mögen, 30, also was war ich, 33, 35, wo ich mir den geleistet habe oder leisten konnte. Also von daher, weiß ich nicht. Und letztendlich machen wir uns jetzt vor. Du hast ja so erstmal keine Möglichkeit. Was willst du da großartig mit Level 1 oder Level 10 oder Level 20 kaufen? Es gibt ja nichts, was du freigeschaltet hast. Aber gut. Ich sag mal, mit einem entsprechenden Level kommt das Geld eigentlich von alleine, wenn man ein bisschen was macht.
sich Geld ermodden oder modden lassen, beschleunigt natürlich alles ein bisschen. Ohne Frage. Aber die Kohle hat die Kopfgeldjagd überlebt. Hey, was war das denn jetzt? Interessante Geschichte. So, aber wie gesagt, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht es gut. Wir sehen uns dann im neuen Jahr schlussendlich mit LSPDFR. Ja, hat nicht funktioniert. Vor allen Dingen, warum ist mein... Ich habe das ja erst vorhin verkauft. Naja, gut. Macht es gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge.